Hallo meine lieben Widder, herzlich willkommen zu einem neuen Reading. Ich finde ja diesen Start mal so ein bisschen blöd mit Anrede. Ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Reading. Ja, aber ist letztendlich so. Wir starten hier, meine Lieben, in eine neue Legung rein. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich hatte das letzte Mal, ich weiß nicht, ob es bei euch war oder in einem anderen Reading, ich erzähle euch ja immer ganz gerne, was ich mit euren Spenden mache, ne? Und für die, die es noch nicht wissen, ich habe ein PayPal-Konto und da könnt ihr, wenn ihr dieses Video seht, mir als Dankeschön einen Ausgleich spenden. Und ich reinvestiere immer sehr gerne in mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit. Und ich habe mir diesmal, ein Tischstativ geholt, weil ich doch das ein oder andere Mal jetzt vermehrt live gehen möchte. Und mir einfach die Ansicht also das, was ihr in eurem Handy seht, mir nicht gefallen hat. Und ich bin da immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hyperpingelig, nennt es, wie ihr es wollt. Jedenfalls hat es mir nicht gefallen und es hat mich gestört. Und dann bin ich ständig ans Stativ rangekommen und irgendwie habe ich gedacht, ach nee, also das ist Zwilling, dreht durch jetzt hier. Und deswegen habe ich gedacht, da muss was anderes her. Und ich habe mir von euren Spenden, habe ich mir ein neues, das sieht aus wie so ein Galgen, so ein Tischstativ geholt für meine Kamera und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowas von in love. Das ist so geil. Ich bin mal gespannt, wie wir das hier heute mit der Legung hinkriegen. Ich habe gedacht, okay, wir benutzen das gleich heute und wir gehen da in die Vollen, meine Lieben. Und genau, im Hintergrund hört ihr ein wundervolles Schnarchen. Ja, es ist jetzt auf meiner wahren Zeit 16 Uhr noch etwas. Es ist das Nachmittagsschläfchen. Und ja, wir müssen mal gucken, wie wir das hier mit dem Schuckeln und Wackeln hinkriegen mit dem Tisch. Und wie wir das mit dem Stativ und so weiter hinkriegen. Also ich bin gespannt. Jedenfalls, das Bild an sich gefällt mir schon ganz gut, wollte ich damit eigentlich nur sagen. Und ich werde hier die nächsten 14 Tage für euch wieder beleuchten mit einer Neunerlegung. Ich habe hier das Standard Linemore, sag ich schon. Nee, Linemore habe ich auch dabei. Aber das Standard Tarot. Ich mische jetzt gerade nochmal die Karten vorab. Ich werde klären mit dem zweiten Tarot, mit den Lenemore-Karten und ich habe noch mein Selbstliebe-Orakel mit dabei. Also wie gesagt, ich habe euch, denke ich mal, wieder tolle Karten rausgesucht und ihr seid, denke ich, gut vorbereitet. Wir starten aber hier mit den Orakelkarten und da möchte ich gerne wissen, was hier, und ihr seid ganz schön nervös, stelle ich gerade fest, unruhig und nervös. Und ich werde hier erstmal ein paar Tendenzen für euch legen, meine lieben Widder, um einfach mal reinzufühlen und zu spüren, was jetzt wichtig für euch ist. Aha. Also wisst ihr, ich habe mich ja im letzten Video so ein bisschen, ich will nicht sagen beschwert, weil das ist so irgendwie hört sich das so ein bisschen toxisch an, sich beschwert. Aber es ist mir halt aufgefallen, dass ihr in den letzten Readings immer das Schlusslicht seid. Und ich habe mich halt einfach wirklich gefragt, lieber Widder, ob es meine Art ist. Weil es gibt ja auch andere Kanäle, da sind ganz viele Aufrufe von Widdern und alles toll. Ich bin halt einfach ein Lernkanal, wo ich den Menschen, die wirklich stagnieren und die nicht nur das hören wollen, was ihnen, ich sag jetzt mal, wie bei Winnie Pooh, wo man da mit dem halben Kopf im Honigtopf hängt. Ich meine, das könnt ihr euch auch erzählen alles, wie schön die Welt ist, aber die Realität des Lehrplanet Erde sieht ja doch anders aus. Und ich kriege es einfach ganz krass mit im Moment, dass ich das Kollektiv habe, was am größten Schwierigkeiten hat. Und das ist für mich jetzt eine Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne annehme. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, auch wenn ich so echt krass wenig Aufrufe habe. Aber danke an die eine Zuseherin, die doch mit diesen Impulsen sehr viel was anfangen kann. Und ich sage ja auch mal, und wenn es nur eine Zuseherin ist, die was damit anfangen kann, habe ich einen guten Job gemacht. Ich weiß, dass die Zeit momentan für ganz viele Widder extrem schwierig ist. Ja, Feuerzeichen, extreme Prozesse und so weiter. Und ich nehme auch gerne die Herausforderung an. Aber ich wäre auch sehr, sehr dankbar über euch, wenn ihr mir entweder ein Abo schenkt, diese Videos trotzdem liked, die Videos teilt, gerne Kommentare hinterlasst und auch ein Stück weit, wenn ihr möchtet, spendet. Also das ist, wisst ihr, das ist ja nicht viel, aber das ist ein Stück weit Anerkennung und da kriege ich dann natürlich auch mit, okay,
ich habe so und so viel Widder, denen geht es halt gerade gar nicht gut oder ihr brauchen die und die Hilfe. Ne? Ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, was ihr für Videos sehen möchtet, wenn ihr gerade ein Thema habt. Vielleicht kann man das mit der persönlichen Legung klären oder. Und wenn ich dann hier mische und sehe diese Karte hier, dann wundert mich letztendlich auch gar nichts. Ja? Ihr seid gerade absolut, und das ist nicht erst seit heute, seit gestern, das geht bestimmt schon ein halbes Jahr bei euch so. Ungelogen, ja. Und ihr seid absolut im Transformationsprozess. Ihr seid im Wandel und hier geht es darum, dass ihr eure Schatten ins Licht wandeln sollt. Also ihr lebt gerade aktuell die Widder, die ich hier habe. Und wenn es 200, 300 Widder sind, ich weiß es nicht. Ihr lebt gerade aktuell absolut im Schatten. Und ich finde es so sehr, wie soll ich sagen, ich bin da sehr dankbar. Und ich finde es auch sehr schön, dass ihr diese Videos guckt, weil ich habe zwar nicht viele Widder am Start, aber die Widder, die da sind, die beschäftigen sich damit. Und wisst ihr, mir sind Leute lieber, die sich damit beschäftigen, mit der Thematik, auch wenn es wenig sind, wie ich ein Kollektiv habe, die immer irgendwas Schönes hören wollen, aber nicht an sich arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Und da bin ich auch, sage ich ganz ehrlich, ein bisschen stolz auf euch. Ja, auch wenn es nicht viele sind, auch wenn man sagt, eigentlich lohnt sich eine Legung überhaupt nicht, weil bei der Resonanz blablub, keine Ahnung. Ja, so. Aber ich mache es ja für euch hier. Und ich verstehe halt auch für mich natürlich immer mehr, dass ihr deswegen so wenig seid, weil ihr wirklich transformiert gerade. Ja, ihr habt nicht die besten Zeiten seit Monaten. Und es geht euch auch seit Monaten nicht besonders gut. Ja, aber es ist immer wieder eine Bestätigung dafür, was gerade bei euch Thema ist und was bei euch passiert. Ja, so, meine Lieben, sollte das laut im Hintergrund sein, wir haben hier jemanden, der Heck schneidet oder der seine Terrasse neu macht oder wie auch immer. Deswegen seht's mir bitte nach, wenn es heute etwas lauter sein könnte oder wie auch immer. Wir haben das Thema Achtsamkeit und Bewegung. Also, das ist so ein Mischmasch, meine Lieben. Es ist die Energie von Aktiv und Passivität. Oder Aktivität und Passivität. Einerseits die Achtsamkeit zu schauen, okay, was tut mir wieder jetzt gut in dieser gerade aktuellen Zeit? Ja, was kann ich jetzt tun, um dass ich einfach, wenn ich morgens aufstehe, ich sage, hey, heute ist ein geiler Tag, heute geht es mir gut oder wie auch immer. Ja, was kann ich für mich tun? Wo kann ich noch mehr achtsam sein? Ob es jetzt der Besuch am Meer ist, am Fluss ist, der Waldspaziergang ist. Ja? Wichtig ist, dass ihr die Achtsamkeit mit der Bewegung in Verbindung setzt. Ja, also zwischen Achtsamkeit und Bewegung könnte es hier für euch eine mögliche Möglichkeit sein, um mehr in eure Mitte zu kommen. Ja, meine Lieben? So, ich werde mal so ein bisschen hier meine kleinen Besen ein bisschen mehr zur Seite machen. So, okay. Also eine Mischung in der Transformation, ne? Nicht zu verharren, sondern trotzdem sich zu bewegen, aber achtsam zu sein. Wo möchte ich hin? Was tut mir gut? Und was ist jetzt für mich, wo habe ich den Impuls? Was ist jetzt für mich wichtig? Also wo kann ich jetzt für mich ansetzen und kann sagen, okay, das ist jetzt eine Aufgabe oder eine Situation, die mir gut tut, ja? So, meine Lieben, okay, lasst uns mal schauen. Ich mache jetzt eine Neunerlegung für euch und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an, was bei euch Thema ist. Ja, und da haben wir auch die Bestätigung. Und jetzt legt bitte nicht gleich wieder das Handy zur Seite oder sagt, nee, gucke ich mir nicht an. Wir haben hier die 10 der Stäbe und die 10 der Schwerter, meint ihr. Die 10 der Schwerter kann Rücken sein. Die 10 der Schwerter kann Kopf sein. Wir haben hier eine körperliche Thematik liegen. Und ich, wie gesagt, ich rede hier nur von der ersten Karte. Ja, also wir haben hier eine Thematik, mit der du vom Kopf her wissentlich weißt, ich muss in meinem Leben etwas verändern. Diese Belastung, die ist so groß, dass ich was ändern muss. Das kann sein, dass du zum Beispiel, wenn du Rücken hast, dass du weißt, wenn ich jetzt mich nicht bewege, dann werden meine Sehnen und Muskeln und Bänder werden noch mehr verkürzt und ich brauche gerade bei Rücken mehr Bewegung. Ja, okay.
Also die Achtsamkeit liegt in dem Moment auf die Thematik, die dein Körper dir signalisiert, in Bezug auf die Bewegung und die Achtsamkeit dessen, was dann für dich sich gut anfühlt. Also da eine Symbiose zu schaffen zwischen dem, was tut mir gut, was muss ich jetzt wirklich ändern, was kann ich jetzt tun und was tut mir dann auch in dem Moment gut. So, wir haben hier auch die Art der Bewegung drin, ne? Guckt mal, wir haben den Wagen und da geht etwas voran. Und zwar so nach dem Motto, raus aus den Belastungen. Ihr geht voran, ihr lasst etwas, was euch belastet, lasst ihr hinter euch. Ihr versucht hier in Bezug der Bewegung, der Achtsamkeit voranzukommen, etwas zu verändern. Transformation bedeutet ja auch, ja, sorry Leute, bedeutet auch, ja, dieser Hund macht mich wahnsinnig, ehrlich. Also ich bin heute völlig abgelenkt. Ich versuche mich mal ein bisschen zu zentrieren, meine Lieben. Also wir bleiben mal beim Schmetterling. Von der Raupe zum Schmetterling, das heißt Wachstumsprozess, das heißt Entwicklung, das heißt, man entpuppt sich sozusagen, ja, von einem Zustand zum nächsten Zustand, ja, und das ist das, was hier mit dem Wagen ganz klar gezeigt wird. Also hier kommt etwas in Bewegung, ja. Ihr sollt von einer belastenden Situation oder ihr wünscht euch das, ja, vom Kopf her, dass ihr von einer belastenden, stagnierenden, verkopften Situation hier in die Leichtigkeit kommt. Ein Stück weit Naivität, Fröhlichkeit. Ihr seid mittlerweile so weit, dass ihr sagt, ich muss nicht mehr sehen, wo es hingeht, sondern ich gehe jetzt einfach. Weil ihr mit den Zehen der Schwertern so lange in dieser Situation wart und ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr das nicht verstanden habt, was die Veränderung sein könnte, ihr den Weg nicht gesehen habt, den ihr gehen dürft, um hier von der Stagnation, von der körperlichen Blockade in die Leichtigkeit zu kommen. Es wird hier aber von euch ein Stück weit als Aufgabe dargestellt, dass ihr in die Veränderung gehen dürft, liebe Widder. Also, warum habe ich die Zehn der Schwerter und wie komme ich von Zehn der Schwerter in die Bewegung, Achtsamkeit, Bewegung, ja? Hier in die Leichtigkeit. Das ist das, was ihr euch fragen dürft. Und dafür, ja, Transformation. Lasst euch Zeit. Wie gesagt, ich habe ja ein Kollektiv seit Monaten, was genau dieses Thema hat. Ja, und ich bin da sehr dankbar, weil ich euch mit, denke ich, ein Stück weit mit diesen Legungen einfach eine Möglichkeit aufzeigen kann. Seht es einfach als Stock an, meine Lieben. Als Stock, den ihr nehmen könnt oder als Krücke, als Gehhilfe, was auch immer, um dann aus der 10 der Schwerter-Energie rauszukommen. Es hat auch einen Vorteil, die 10 der Schwerter. 10 ist immer etwas, kommt zum Abschluss. Ne? Kommt zum Abschluss, geht in die Bewegung und 0 ist wieder der Neuanfang. Ne? Das ist, dann kommt der Magier mit 1 und dann das Ass und dann geht's los. Ja? Also ihr seid dabei, einen belastenden alten Zyklus hier abzuschließen, meine Lieben. Okay? Ich liebe meine Nachbarn. Ich liebe sie sehr. Meine Lieben, ich muss das Video unterbrechen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, meine Lieben, jetzt ist besser. Sorry dafür. So, okay, wir fokussieren uns. Lieber schwitzen wir uns jetzt hier die Seele aus dem Leib, wie diesen Lärm zu hören. Ich finde es immer cool, wenn man Gehwegplatten mit Gehwegplatten spielt, wie als wenn es Lego wäre. Ja, okay, meine Lieben, es ist nicht zu ändern. Es gibt Menschen, ja, sage ich auch mal, es gibt Menschen, meine Lieben, die keinen Bock haben, irgendeiner Arbeit nachzugehen, ja, aber nur Lärm machen. Kennt ihr das? Okay, und ich bin genau umgekehrt. Ich arbeite nur noch und helfe Menschen und bin da sehr dankbar für. Aber das ist eine Einstellungssache, meine Lieben.
Und nein, ich möchte jetzt diesbezüglich keinen Kommentar und auch kein Mitleid, weil ich habe mich dafür entschieden. Aber mir geht es dadurch besser. Okay, meine Lieben, aber jetzt wieder zum Widder. Also nach 10 kommt der Neuanfang, der Narr. Also ihr seid kurz davor, meine Lieben, hier etwas abzuschließen, okay? In dieser Transformation. Gut, jetzt lassen wir uns mal überraschen, was kommt jetzt hier noch auf den Widder zu? Und was gibt es denn jetzt hier noch? Was dürfen wir für Hilfestellungen noch erwarten? So, wir haben den Pagen der Stäbe. Und das ist etwas, da sehe ich dich in deiner Energie. Der Page ist immer jemand, der sehr entweder relativ jung ist, wenn man es als Person sieht. Ich gucke ja aber auf dich. Ich sehe dich hier sehr, wie soll ich sagen, nach der Belastung fängst du etwas Neues an in deiner Energie. Ja, Stabenergie ist letztendlich Feuerenergie, ist deine Energie. Ich habe das Gefühl, dass du hier für etwas brennst, lieber Widder. Dass du ein Ziel auf jeden Fall hast, eine Idee, etwas, was du Neues probieren möchtest. Das kann eine neue Arbeit sein, das kann ein neues Bild sein, was du malst. Das kann vielleicht eine Reha-Maßnahme sein. Das kann, egal was es ist, je nachdem, woher die 10 der Schwerter herkommen, ja, da habe ich das Gefühl, dass du etwas tust, was diese körperliche Belastung jetzt versuchst zu minimieren. Wir haben den Hierophanten, du wirst hier, und das sehe ich auch, für einige wird es eine Fort- und Weiterbildung sein, für einige wird es eine Heilarbeit sein, eine Aktivierung der körpereigenen Heilungskräfte sein. Wir haben den Hierophanten. Der Hierophant, meine Lieben, ist jemand, der sehr wissend ist, sehr weise ist und der euch helfen kann. Ja? Sei es über, wie gesagt, eine Heilarbeit, über ein Coaching, über eine Kartenlegung, über eine Hilfestellung, wie du etwas tun kannst in deinem Bereich, wo du herkommst. Ja? Also suche dir bitte, das ist ein gut gemeinter Rat hier, suche dir bitte eine Unterstützung, eine Person, die dich hier voranbringen kann, die dir den Weg zeigt aus dieser Thematik der 10 der Schwerter, wie du da rauskommst. Okay? Ich denke, du wirst es so alleine nicht schaffen. Du brauchst hier Unterstützung. In welcher Form auch immer, das entscheidest du. Mal gucken, was geht es denn jetzt noch? Ich denke ganz klar, dass du überprüfst, okay, von dem Moment an, bevor ich belastet worden bin oder bevor ich mich belastet habe, bis zum jetzigen Zeitpunkt, das ist ein Prozess, der angedauert hat. Und du wirst hier überprüfen, wie sind denn die in der Vergangenheit gesäten Samen, wie sind sie denn, wie haben sie sich entwickelt. Das hat nicht immer was mit einer dritten Person zu tun, sondern es hat teilweise auch was damit zu tun, wie sehr engagierst du dich in deinem Bereich, wie sehr hast du deine Samen, die du gesät hast, gegossen, gedüngt, zurückgeschnitten, gepflegt, besprochen, was auch immer. Ja, also die 7 der Münzen ist die Karte des Ich schau mal zurück, Revue passieren, ja, in Bezug auf das, was du Neues begonnen hast, ja, wo du vorangegangen bist, das sehe ich hier auch ganz klar. Du wirst hier meistens bei 7 der Münzen aber auch nochmal korrigieren. Ja, entweder da ansetzen an den Dingen, die gut gelaufen sind, oder aber du wirst neue Wege gehen, was Neues ausprobieren, was mir hier wieder der Page der Stäbe signalisiert. Ja, diese Belastungen aber an sich, kann ich dir auch schon sagen, die mussten sein, damit du nämlich in die Leichtigkeit zurückkommst, damit du weißt, was du nicht mehr möchtest. Das war hier eine ganz, ganz harte Lektion. Oder für einige wird es auch eine harte Lektion sein. Und zwar dahingehend, mehr in die Achtsamkeit zu gehen. Gerade bei Müttern, die 1 plus Kinder haben, ja, mit ohne Mann, wie auch immer, hier ist ganz klar, dass du dich auch ein Stück weit vernachlässigt hast. So,
Dann haben wir das Ass der Kelche. Das ist ein Neuanfang. Für einige wird es sein, dass sie aus einer sehr belastenden, toxischen Beziehung rausgehen und jemand Neues kennenlernen oder kennengelernt haben und hier einen Neuanfang in der Liebe haben. Ja? Andere werden in ihre Selbstliebe zurückgehen. Achtsamkeit, jetzt bin ich mal dran. Ja? Egal ob als Mutter, Ehefrau, Geliebte, wie auch immer. Ja? Und das ist auch etwas, die Selbstliebe, der Neuanfang in der Liebe, wie auch immer, kann auch eine bestehende Partnerschaft sein, wo man sagt, so, es geht jetzt nicht mehr weiter. Ja, ich möchte das so nicht mehr. Und ihr euch hier zum Beispiel einen Paartherapeuten sucht, ja, damit ihr einen Neuanfang in eurer bestehenden Beziehung machen könnt, mit mehr Leichtigkeit, dass ihr gemeinsam vorangehen könnt, dass ihr schaut, was haben wir uns aufgebaut, ja, und was wollen wir letztendlich erreichen. Also ich sehe hier ganz, ganz viel in den Karten. Nur es würde den zeitlichen Rahmen sprengen, meine Lieben. So, wir haben hier eine Vaterfigur. Es kann sein, dass du entweder hast du einen Partner, der sehr in der Kelchenergie ist, der sehr fürsorglich ist, sehr liebevoll ist, trotz alledem, der dir aber als Widder nicht das Leben recht machen kann. Ja, Widder sind ja manchmal sehr extravagant. Er versucht hier irgendwie alles. Oder du hast halt ein Vaterthema. Und guck mal, was die letzte Karte hier noch zeigt. Ja, und da kommst du. Also ich denke mal ganz klar, dass, so wie es hier aussieht, dass es eine Überprüfung deiner Beziehungen ist, deiner bestehenden Beziehung ist. Du wirst dir hier in der nächsten Zeit dieses Thema ganz genau angucken. Wir haben hier die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter ist, du wirst dir diese Situation der Belastungen sehr wohl genau angucken müssen. Das ist diese Lernaufgabe. Ja, wir sind ja, viele sagen immer nein und müssen ist so ein doofes Wort. Manchmal ist das müssen aber die Lösung des Geschehens, ja, so des Auslösers. Also warum bist du hier bei 10 der Schwerter gelandet? Du möchtest hier ganz klar in die Leichtigkeit, ja, das sehe ich hier ganz klar, dass du diejenige welche bist, die dafür die dafür auch teilweise kämpft. Was ich hier sehe, ist entweder die Selbstliebe oder aber auch eine sehr belastende Beziehung, die mit den Jahren sehr belastend geworden ist, oder du bist generell in einer toxischen Beziehung drin. Sei es zu dir selber, weil du dich vernachlässigt hast und deine Achtsamkeit vernachlässigt hast, sei es aber, dass du mit jemandem zusammen bist, der sagt, ach na, sie macht ja schon, ja. Ich sehe hier, dass du etwas Neues beginnen möchtest, dass du neu voran möchtest, dass du natürlich auch klein anfängst und jetzt ein Stück weit schaust, was habe ich mit dem hier schon mal erwirtschaftet oder wo kann ich noch was korrigieren. Auch dein Gegenüber wird hier sehr stark auf die Umsetzung und Erlöse gucken. Andererseits habe ich aber auch, meine Lieben, hier euch liegen als eine sehr starke Mutter, ja. Du bist zwar hier als Königin der Stäbe in deinem Element, aber es könnte sein, dass du Kelchenergie in deinem Chart hast oder aber du bist eine Mutter. Und dann sehe ich hier mit dem König der Kelche eine Übermutter, die sich völlig verausgabt hat im Sein der Kinder. Ja, der Haushalt, die Arbeit, du dich selber, dein Mann etc. pp. Ja, also du bist hier total überbelastet und du darfst hier wirklich die Unterstützung suchen. Und diese Person, die du dir suchen wirst, die wird mit dir das ganze Thema hier analysieren, wenn du es zulässt. Das kann manchmal ganz schön knirschen, meine Lieben, aber es ist wichtig, dass ihr hier aus dieser Thematik rauskommt, dass ihr versteht, warum ist das so. Und da werdet ihr euch Unterstützung holen dürfen, ja. Ansonsten haben wir hier weiterhin die 10 der Schwerter, bis wirklich nichts mehr geht. Und da sind wir eigentlich auch schon, weil nach 10 kommt nicht die 11 in dem Sinne, sondern die 10 ist ja im Tarot der Abschluss, ja. Wir reden hier nicht von einer großen Arkana, sondern von einer kleinen, okay. So, die erste Reihe, 10 der Schwerter, der Wagen, und der Nahe die Leichtigkeit. Was haben wir da für Impulse? Was dürfen wir hier noch wissen, bitte? Wir haben den Herrscher. Und das kläre ich jetzt gleich mal mit den Längis nochmal ab.
Du hast hier jemanden an deiner Seite, der entweder der dich sehr belastet oder du bist sehr herrschend, dass du unbedingt deinen Willen durchsetzen möchtest. Entweder kommuniziert jemand mit dir, komm, lass uns da eine Veränderung leben. Also dann hast du halt doch noch einen Mann an deiner Seite, der sieht, oh je, hier geht gar nichts mehr. Ja, und er übernimmt jetzt die Führung und das Ruder und versucht hier zu helfen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du sehr stark herrschend im Moment bist, dass dich das alles total belastet. Ja. Und dass du das auch entsprechend versuchst, immer noch höflich zu kommunizieren. Chapeau, also bei dieser Belastung, die du hast, dass du da noch höflich kommunizierst, ist wirklich dann in dem Moment ein wahres Wunder. Ja, da kann dein Gegenüber von Glück sprechen. Ja, weil bei 10 der Schwerter ist wirklich Schachmatt. Ne? Also, wir haben in der zweiten Reihe das, was du hier verändern willst, mit Unterstützung eines Hierophanten, einer Person, die dir die Dinge aufzeigt und du mit den 7 der Münzen gewisse Situationen Revue passieren lässt, haben wir eine Situation, die hervorgerufen wird durch die 4 der Schwerter, das Analysieren, was hier zu einem Konflikt führen wird. Das ist wichtig, meine lieben Widder, damit ihr wirklich eintaucht. Und das ist der innere Konflikt. Stabenergie, du machst hier total Stress, Widder. Und zwar in Bezug auf Beziehung. Beziehung mit deinem Partner, Beziehung mit anderen Menschen. Wie gehst du mit anderen Menschen um? Es kann sein, dass du hier in Beziehung generell im Moment sehr konfliktbereit bist. Dass du deinen Kopf durchsetzen willst, du aber nicht die Umsätze und Erlöse akquirierst, die du brauchst. Und dich das dann letztendlich in einen Beziehungskonflikt stürzen lässt. Oder einfach du dich da selbst reinbringst. Trotzdem positive Kommunikation. Versuch's. Ich sehe hier wirklich einen Widder, der wirklich immer wieder versucht und versucht. Aber diese inneren Konflikte, die möchten angeschaut werden. Weil die sind nämlich auch mit unter anderem Auslöser für deine 10 der Schwerter, die wir hier zu liegen haben, meine Lieben. Ja? Also Analyse, warum hast du diesen Konflikt und was kann man tun, um diesen Konflikt auszuschalten? So, und dann haben wir hier die 7 der Stäbe. Ja, du darfst hier wirklich ein dickes Fell haben. Du bist hier auch wie in so einer Seifenblase drin. Deine Aufgabe hier ist es, diese Seifenblase zu nutzen, um diese Vorwürfe, die man dir entgegenbringt, dieses Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Das hast du mit dieser Person hier. Wenn wir das als dritte Person sehen, haben wir das, da haben wir dich so drin, dass du das alles ertragen hast. Also du bist ein Widder, der sehr, sehr viel erträgt. Aber ich bin auch dafür, dass du kurz vorm Platzen bist. Ja? Transformation, lass mich einen Moment in Ruhe. Ich bin in meiner Persönlichkeitsentwicklung und ich habe jetzt gar keinen Bock, hier mit dir zu diskutieren. Und du schottest dich aber trotzdem noch ab. Und du sagst mal, ich mache doch alles, ich rede doch, ich versuche doch, irgendwas in die Welt zu bringen, aber es wird hier nicht gesehen, es wird nicht anerkannt und es wird hier auch nicht gesehen. So. Und nur, weil du transformierst. Also mehr als über deine Kräfte hinweg gehen, kannst du ja gar nicht. Hier steht ein ganz großes Wort für euch nicht sichtbar. Verändere dein Leben oder Veränderungen, ja. Und ich habe da jetzt daraus gemacht, verändere dein Leben wieder. Du darfst das, was dich blockiert, das darfst du verändern. Mit der Person, die dir hier Vorwürfe macht, wo die dich triggert, ja. Versuche, und ich denke auch teilweise, dass diese Person mit dir positiv connected hat, die mit dir in einer Bindung ist, Beziehung ist oder mit denen du in einer Beziehung bist, Kontakt bist. Also du bist hier nicht allein wieder. Nur ich denke auch, du bist nicht bereit, Hilfe anzunehmen. Weil hier liegt der Schlüssel und der Schlüssel steht für lösungsorientiertes Handeln und erfolgreiches Mitsein in einer Beziehung. Mit Menschen, mit deinem Partner und auch in Kommunikation. Also reden mit Menschen, reden mit dem, mit dem du in einer Beziehung bist, ist hier ganz, ganz wichtig, lieber
Widder, ja? So, wir holen uns jetzt noch die anderen Outcome-Karten dazu, meine Lieben. Da haben wir einmal die 5 der Münzen. Die 5 der Münzen, warum bin ich in einem Mangel? Auch das darfst du dich hier sehr wohl hinterfragen, lieber Widder. Warum bin ich in einem Mangel? Und du darfst in Bezug dessen, wenn es dir nicht gefällt, dieser Zustand, darfst du hier eine Lösung finden. Eine Entscheidung darfst du treffen. Das bedeutet, lieber Widder, Hausaufgaben machen. Und ich gehe davon aus, dass dieses Video wieder nicht gerne gesehen wird. Aber es ist einfach mal sehr, sehr wichtig, dass du auf den Grund gehst, warum du hier, wenn du mit dieser Legung resonierst, warum du immer noch extrem belastet bist. Mittlerweile sind wir jetzt schon bei den körperlichen Belastungen. Mal sehen, was noch alles kommt. So, ich habe hier noch das Orakel, mein Selbstliebe-Orakel. Und das habe ich euch ja ganz zum Anfang gesagt. Das werde ich euch jetzt hier auch nochmal mit ins Boot nehmen. Also das werde ich euch jetzt hier nochmal mischen. Und dann gucken wir mal, was ist jetzt für den Widder gerade wichtig. Was darf der Widder jetzt hier noch wissen? Was ist wichtig? Entscheidungskraft. Okay. Ich entscheide mich klar und deutlich für das, was ich wirklich möchte. Ja, lieber Widder. Und das ist genau das, was dir jetzt gut tun könnte. Ich würde jetzt ganz gerne mal ein klares Bild haben. Für die Widder, bitte. Ja. So, jetzt haben wir es. Ja, also entscheide dich ganz klar für das, was du möchtest. Ich höre gerade ohne Rücksicht auf Gefühle. Du bist jetzt dran, Widder. Du bist jetzt dran, hier eine Veränderung ins Leben zu rufen. Denn die Veränderung in deinem Leben bist immer noch du selbst. Das darfst du bitte nicht vergessen. Ja, lieber Widder. Irgendwann zieht die Schöpfung die Reißleine. Das ist normal. Ja, wir haben immer gesagt, auf unserer Arbeit irdisch, als ich noch im Angestelltenverhältnis gewesen bin, du brauchst ja nicht den Hintern so aufreißen, du kriegst keine goldene Klinke, wenn du nachher vom Schöpfer stehst. Und vom irdischen Arbeitgeber schon gar nicht. Es sind Lernerfahrungen, es sind Prozesse. Also frage dich, was bringt mir das, wenn ich mich hier übernehme? Was bringt mir das, wenn ich innere Konflikte habe und diese nicht ausspreche? Was bringt mir das, wenn ich mich hier vernachlässige und nicht in meine Selbstliebe gehe? Du kannst die Menschen nur so lieben, wie du dich selber liebst. Wenn du selber körperlich nicht fit bist, wie willst du dich um deinen Mann, den Haushalt, die Kinder, dich selber kümmern? Also, wo kommt der Mangel her? Wo bleibt deine Achtsamkeit? Und was kannst du tun, um wieder in die Bewegung zu kommen? Trotz deiner Transformation. Der Schmetterling, der hängt dann in seinem Kokon, aber er tut trotzdem. Ja, und das ist das, was du dir hier anschauen darfst, um dann eine Entscheidung zu treffen, um dann erfolgreich wieder an die Bildoberfläche zu kommen, lieber Widder. So, meine Lieben, dann schaue ich mal, wie viele Aufrufzahlen ich habe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wer hier Hilfe braucht, meine Lieben, der darf sich gerne Hilfe holen. Ich bin gerne für euch da. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt hier und entlasse euch und hoffe, ich konnte euch ein Stück weit helfen. Wenn du mich kontaktieren möchtest, bitte gerne Doppelklick auf den Titel des Videos. Dann geht ein Feld auf. Da stehen alle Informationen, die du brauchst für eine Kontaktaufnahme zu mir, wie aber auch für die Spenden und. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, bleibt heiter. Macht immer so weiter. Nein, natürlich nicht. Geht bitte in die Veränderung, in die Achtsamkeit. Ja? Wenn ihr immer so weitermacht, kommt ihr aus den 10 der Schwerter nicht raus. Das ist doof. Ja? Also, die Veränderung liegt in euch. In diesem Sinne, alles Liebe, macht's schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.